Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian und willkommen bei unserem Übungsdienst. Übungsdienst heute: Kettensäge. Der Umgang mit der Kettensäge hin oder her schneit den Baum Nein, kaputt. kommst du mal bitte hierher. Das ist nicht abgesichert hier. Daniel, Daniel! Daniel, hierher. Du bist nicht versichert in dem Moment, weil es kein Einsatz ist. So. Dann, Auch wenn er bei einem Einsatz ist, dann darf er nie so stehen. Auch ja, gut, aber in einem Einsatz, schon bei dem Einsatz, als wir hier waren. Ich Ja. sag aber jetzt vorab, ich weiß jetzt zwar nicht, wer den Dienst jetzt macht, aber ich Du. muss vorher eben einmal. Das wäre. Du. Ja, erstmal muss ich vorab sagen, wir sollen uns einmal bei Bauer Hermann bedanken, dass er uns den Traktor einmal zur Verfügung stellt, damit wir den Richtig. so benutzen können. Ich werde ihn jetzt einmal. Ja, Was ist nach dem Übungsdienst? die Bäume, die kennt ihr ja, das sind die Bäume aus dem letzten Sch Einsatz, wo die Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war und von Bäumen umhüllt wurde. Hallo Patrick. Die Gemeinde ist zu faul, das jetzt wegzuräumen, deswegen haben wir die Möglichkeit genutzt und ja, jetzt ein bisschen an den Bäumen. So, dann erstmal, Daniel, ich weiß ja nicht, wie oft du das gemacht hast, ganz normal um der Kettensäge, dann kannst du jetzt einmal die Kettensäge starten. Dann einmal Patrick? schön rechts zu mir hinkommen. Wo ist denn das Schutzhose? Im Die Schaden. erste, die ersten, ich sehe da nichts. Erst anziehen, bitte. Ich habe nicht gesehen, dass du sie angezogen hast. Wo ist mein Auto? Da, wo du nicht bist. Wo ist mein Dein Auto? Ich sehe es nicht. So, jetzt kannst du die Kettensäge in der Hand nehmen. Auto Dann ist schon. hier rechts, an dieser Kante, die hier ist, die Kante dort absehen, dass wir dann eine schön gerade Fläche haben. Daniel mal zuerst und dann kann Fabian das auch einmal machen. So, Daniel, dann mach mal. Wir dann eine schön gerade Kante haben. Eine schön gerade Fläche, dann ist das hier so. Eine schön gerade Kante. Na, es gibt auch eine Aber krumme doch nicht Kante. schon eine gerade Kante. Ja, also ich hätte es noch gerader gemacht, aber. Gerade ist das jetzt zwar nicht unbedingt. Guck mal, dass du das schön gerade hast, ne? Du weißt ja, mit der rechten Hand kannst du die Kettensäge noch anwinkeln. Das sieht schon besser aus. Doch. Das sieht schon besser aus. Oh. Was mache ich hier? Ich stehe fest. Oh, Hermann. Und Oh, das gibt Fabi. Bauer Hermann gar nichts sagen. Mach du dasselbe. Stell doch mal 11, bitte 17, hier auf 21, der 12, Seite. 11, 1, komme. So, mach ich mal 12, 11, 1, hört. Komm hin. Ja, Frage Standort. Standort, auf Karte Feld 82, komm hin. Ja, hab doch mit, danke. Das ist schon von der Boot. Okay, so. Ja gut, wir haben ja sogar noch ein Boris passt. Dann könnt ihr einmal anfangen, diesen Bass, diesen, genau. Genau. Da bei dir los? Daniel hat Was, Daniel? Daniel, was soll das denn? Du hast das probiert. Daniel. Ja, jetzt kommen wir mit. Patrick, kommst du nach? Schnittschutzhose an und Kettensäge einmal mitnehmen. So, dann könnt ihr hier einmal anfangen, diesen Baum zu entasten. Ne, die Arbeit nehmen wir den Leuten von der Gemeinde noch. Scheiße! Zusammenpacken! Vielleicht solltet ihr einfach mal die Einsatzmeldung lesen. Ich wollte nur gucken, ob ihr sie auch lest. Oh, Schnittschutzhose real. Ja, Schnittschutzhose an. Geklettert. Denkt dran, ihr seid nicht versichert und ich auch nicht. Doch, ich bin über Landwirtschaftskasse versichert. Das interessiert uns hier aber nicht. Ist mir egal, von wem du versichert bist. Hauptsache, der Baum ist hier gleich klein. Die Leute von der Gemeinde können ihn abholen und wir haben unsere Ruhe. Ey, den holen Fabi und ich ab. Das ist unser Dorf. Ich dachte, Fabi ist der Postbüdel. Dann hol ich ihn halt ab. Als Lohnunternehmen des Staates.
Der Start ist auch noch, oje. Oh, also Leute, die was zu meckern haben. Wir sind keine Profis, aber wir machen das Beste raus, oder wie heißt es so schön? Warum bist du bei mir so leise? Weil du nicht aufgestellt hast. Nein, irgendwas ist gerade gewesen. Das hat irgendwie, ist bei mir auch alles relativ leise auf einmal geworden. Irgendwas, ich weiß nicht, irgendwie ein Skype-Anruf oder sowas. Ja, ein Skype-Anruf. Die immer anrufen? Ja. Jetzt ist besser. Auch bei mir geworden. Ja, bei mir ist es jetzt nicht lauter geworden, weil mein ganzes Ingame nur. Passiert, wa? Ja, das denke ich auch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Bäume hier hasse? Die sind so riesig. Ja, der Bauer freut sich, wenn hier noch ein paar Bäume zwischen sind. Nee, das lohnt sich, wenn dem freut sich der, dass hier bearbeiten kann. Das macht ein. Ja, unser schöner Drescher. Unser schöner Drescher, ja, das hast du so schön. Auch hier, auch hier. Warte, ich bin gleich mal wieder da. Oh, jetzt ist es vorbei. User joined your channel. Ja, jetzt ist es vorbei. Du bist vorbei, Alter. Schneide ich dir nicht zu klein an jetzt. Warte. hier kannst du ihn so wegbringen, aber du hast keinen Anhänger hier. Ach nee. Patrick muss erstmal da hinten den Kram jetzt rausprökeln. Ja eben. Ich würde sagen, beide Mulmeen reden. Ich will jetzt mal hoffen, dass hier nichts passiert, Alter. Wenn es das ist, dann. Ich will mal hoffen, dass der Melder nicht losgeht. Das ist meine größte Sorge. Das meine ich ja, dass der Melder nicht losgeht. Das ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Ja, das wäre es. Vorsicht, Baumfeld. Die ganzen Bäume hier langsam im Weg sind, ja, da mit den Fahrzeugen durch, das sieht was. Vor allem, weil gewisse Fahrzeuge nicht geländefähig sind. Hashtag ELW. Nö. Moment, wir machen den Weg erstmal frei. Patrick, komm her mit dem. Ei, Patrick, komm her mit dem ollen hier Dings. Das LF kommt hier doch nicht weg. LF ist mir doch egal. Ja, was bringt uns das L. Was ist, wenn das LF nicht an der Einsatzstelle ist? Dann ist vorbei. Das LF kann rückwärts fahren, du Heini. Ja, jetzt seht zu, dass wir wegkommen. So, wo haben wir denn? Brandmeldeanlage, Gutendorf 22, Meierburg. So, fahr so dran lang. Ach, der ERW steht hier ja noch. Ja, eben, das LF kann rückwärts fahren. Nimmst du das RW mit? Ich, das RW? Ja, oder was? Ich bin mit einem PF hier. Was? Ich bin immer mit meinem Privatwagen hier. Ach, der RW kann hier noch im Stehen bleiben. Ich schließe ihn eben ab und dann. Also, ich komme mit dem MTF oder sowas nach. Oder ich komme mit RW und MTF lasse ich hier. Aber ich glaube, ich komme mit RW. Ich fahr los. Nö, nimm den MTF-Mann mit. Dann kann ich auch schon losfahren. Das MTF kann ich ja umdrehen. Irgendjemand hat hier ein bisschen einen Radiosender reingehauen, Alter. Ich höre die ganze Zeit irgendwie von wegen tanken und sowas. Tanken? Ja, als würde jemand tanken. Ey, das Ding muss mal zur FTZ, das geht ja gar nicht. Oh. Ist aber auch rutschig hier, wa? Ja, vor allem ist es nicht mal Winter. Wo ist ein BMA? Vom Spar. Oh, das brennt wirklich. Oh, Scheiße. Daniel? Aber zu mir. Du bist an mir vorbeigelaufen. Nee, bin ich nicht. So, folgendes. Hinterm Altkleidercontainer brennt was. Angriffsgrupp mit C-Rohr vor. Weiß der Teil, wie es ist.
Wasserversorgung nimmt er zu dem Unterflutrand auf meiner 12, da wo Fabi gerade steht. Am besten nicht mit schneller Griff, setzt bitte den Verteiler. Nachrückende Kräfte eventuell noch solche besetzen können. Ja, wir brauchen noch einen Angriffstrupp im Gebäude, weil es im Gebäude auch brennt. Ich warte eigentlich noch drauf, bis noch ein zweites LF kommt. Du bleibst das LF. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, wie gesagt, du hast die ja schon eingeteilt, dann sollen sich der, dann sage ich dem LF, das jetzt noch folgt, das HLF, was jetzt noch folgt, dem sage ich Bescheid, dass die sich bereit machen sollen für den Innenangriff. Patrick, mit was, was bist du hier? HLF 1245 1 an Leute, die mit, Gemeindebrandmeister kommen. Ich dachte ohne Person. Ohne Person. Ich bin im Feuerwehrhaus gewesen und habe gesagt, nämlich MTF mit zur Übung. HLF 1245 1 an Gemeindebrandmeister kommen. Gemeindebrandmeister. Okay. Patrick, ich habe das HLF angefunkt, nicht dich. Ja, Ante klingt für mich so, als würdest du an den Gemeindebrandmeister. Nein, ich sag doch HLF 1245 1, dass Daniel gerade fährt, an Gemeindebrandmeister kommen. Hört. So, ja. Richtig, mach du das. Stopp. Ihr fahrt hier vorne hin, gleich wo das LF momentan, Standort vom LF. Okay, ihr fahrt hier hin. Stellt euch dahin. Ihr werdet vom HLF gespeist später, ne? Komm, Pixel, weiter rein hier einfach. Knall ihn einfach hier jetzt hin. So, Rampen ausfahren. Geh mal in AGT-Gerät, ich geh übers Dach. Leiter hochfahren und dann Löschangriff übers Dach. Leitstelle Mainburg hört. Ja, folgende Lage. Gebäude brand und ein kleiner Flächenbrand oder aktueller Containerbrand kann ich von hier aus jetzt gar nicht. Flächenbrand. Person im Gebäude. Wir sind momentan mit 5 Fahrzeugen. 5 Fahrzeugen vor Ort. Benötigen noch Polizei zur Absperrung der Straße kommen. Ja, das ist verstanden. Noch eventuell mehrere auf der anderen Seite. Polizei wird alarmiert. Zwei auf die Fahrzeuge kommen. Es sind zwei hier. Aus Wache zwei, meint er. Ja, ich meine, von Polizei sind zwei da. Sollen die auch kommen? Ein Polizeiauto da hinten steht noch eins. Hier sind zwei Polizeiautos. Leitstelle Mailbook, 5 Uhr Mailbook, 12, 11, 1 kommen. Leiter mein Bokat. Ja, alarmieren Sie bitte den 1245-2 aus Wache 2. Brauchen noch ein weiteres LF hier vor Ort kommen. Pixel. Ja, verstanden. Einer ist da, wo bist du? Hier. Hey, Leute. Pixel. Ja. Was los? Mach mal. Ja, machen wir gleich. Ich brauch dringend noch das zweite LF. Da hinten ist noch ein Gebäude, was weit bis jetzt noch unverschont ist. Ich brauch da Leute zur Riegelstellung. Ja, das ist halt wirklich. Ich guck gleich, dass sie noch Leute finden, die ich dann hochschicken kann. Oder hast du irgendwas zu tun? Finde. Na gut, dann schnapp du dir noch irgendeinen Mann, den du findest, und sorg dafür, dass wir Belüftung übers Dach kriegen. Dann. Bitte mal zu mir kommen, ich bin bei dem Flächenbrand vor dem Sparsupermarkt. Ja, hallo? Ich baue euch einmal auf der anderen Straße gegenüber, also voraus, und dann rechts rein. Ich weiß gerade nicht, wie die Straße heißt. Bei Hauptstraße. Na, Hauptstraße bei Feld 18 grob. Auf der Seite ist ein Gebäude, was nicht betroffen ist, brauche ich dazu Riegelstellung. Ich stelle mich dorthin und weise euch ein. Jo, danke. Ich komme hier nicht durch. Was steht denn da am Weg? Belüftung über das Dach erfolgt. Ja, ist verstanden. Das hast du jetzt ja nur von Chicago Fire geklaut. So, einmal hier. Ja. Hier schön. So,
Einmal das Gebäude rechts, was direkt hinterm Spar ist, und einmal das Gebäude hier mit dem Wohnwagen. Einmal überprüfen, nicht, dass bei Wohnwagen eventuell noch Gasflaschen drin sind und hinterher durch Wärme oder sowas zur Explosion gebracht werden können. Dann. Und ein AGT-Trupp ins Gebäude vor und guck, ob da noch Personen im Gebäude sind. Einfach evakuieren. Angriffstrupp LF 1243-1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter wird kommen. Das Feuer auf dem kleinen Grasstück vorne an ist soweit es geht schon abgelöscht. Kleine Flammen schlagen noch raus, aber die haben wir gleich im Griff. Ja, das wird verstanden. Wenn sie fertig sind, melden sie bei ihrem Gruppenführer kommen. Ja, machen wir. Patrick oder Pixel, waltet mal. Ich such schon. 12.33.1 von Einsatzleitung. Ja. Ja, Frage, können Sie von oben Feuerschein erkennen und wenn ja, ablöschen kommen? Ja, ganz schön auf der Leiter. Angriffstrupp 1243-1 an Einsatz an Gruppenführer kommen. Gruppenführer hört. Ja, folgendes: Feuer in der Fläche ist aus. Sind jetzt bereit zur Unterstützung des Außenangriffes über Strahlrohr. Ja, das ist verstanden. Gruppenführer 11-12-45-1 an Einsatzleitung kommen. Der Frage, sind alle Personen aus dem Gebäude evakuiert worden kommen? Ich höre mal nach. Ja, sowas hatten wir lange nicht mehr, war Paddy? Einsatzleiter. Einsatzleiter von Redcon. Ah. Mein Angriffstrupp sind noch auf Suche. Ja, ist aber verstanden, ne? Hier. Paddy? Ja. Hast du noch einen AGT-Trupp auf Reserve, den wir noch reinschicken können? Ich hab Ich bin noch mit meinem Wagen hier. Ich bin kein Fahrzeugführer, ich bin Gemeindebremmeister hier an der Einsatzstelle. Aber jetzt mit Privatwagen hier, hab ich gar nicht bekommen. Patrick, was bist du hier? Immer noch ein Perk. Auch deine Person da war. Nee, immer noch. Ne, hätte ihr sagen können. Sollen wir. Sonst müssen wir noch, Angriffstrupp AGT-Träger nachalarmieren. Da müssen wir dann, wenn ich jetzt kein Fahrzeug habe. Ich fahr mal kurz wohin. Bin gleich wieder da. Wir haben mein MTW zugeparkt. Ja, wenn das das EW ist, bin ich da. Oh, dann warte, ich hab Entschuldigung, Entschuldigung, das war das EW, nicht das MTW. Das ist das MTW. Ich sehe dich auch gleich. Oh. Ja! Übersehen? Nix. Was hast du auch übersehen? Übersehe vieles. Ja. Ja. Du übersiehst vieles, ja. Los! Ab zur Vollwart, wir brauchen einen GT-Träger. Oh, wow! 1271 und Einsatzleitung. Ja. Der Frage ist, ob noch AGT-Träger oder was hab grad die Leute vom Privathaus abgeholt. Fahren gerade mit mich und Martinsort zum Feuerwehrhaus. Dass sie sich umziehen können, kommen dann zurück zum Einsatzort. Komm mal. Ja, ist sowas verstanden, ne? Hier. Pixel? Thomas? Ja? Wir ziehen uns eben kurz zur Einsatzberatung ein bisschen zurück, wa? Ja, warte noch ganz kurz, Pixel. Mit was bist du hier? Ja. Mit der DL. Komischerweise kein Gruppenführer von den beiden drei HLS hier zu erreichen, oder? Könnt kotzen. Ja, kenn ich. Das ist ja mal wieder super. Ja, eins und eine Zeitung. Ja. Ja, Frage, sind jetzt noch Personen im Gebäude und wie sieht's aus mit dem Feuer kommen? Also Person? Negativ. Und
Und wie sieht's aus mit dem Feuer? Feuer so weit aus? Drinnen? Ja. Ja, denn außen ist nichts mehr. Drinnen, ja. Ist aus. Ja gut, dann ist Feuer aus. Soweit verstanden, Ende. Gut. Fabi, ich gebe noch einmal Rückmeldung an die Leitstelle, dann können wir uns gleich zurückziehen. Jo. Leitstelle so. Mambo von Volker Mambo, Florian Mambo, 12.17.1 an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Verkehrsunfall, Auto auf Dach, MTF. Nein, okay. Ja, verstanden, wir schicken Ihnen verfügbare Kräfte, entweder von der jetzigen Einsatzstelle oder aus dem Nachbarort. Ja, verstanden. Oh, mein Bein! Leitstelle hört. So, folgendes, Feuer aus, gucken jetzt nochmal mit der Wärmebildkamera nach letzten Blutnestern für den Fall der Fälle. Wir könnten, ich habe den Funkspruch gerade erhalten, wir könnten zwei HLS zum Einsatzort schicken. Ja, das ist verstanden, tun Sie dies sofort. Und wenn Sie den Rettungswagen abschicken könnten, dann wäre das auch sinnvoll. Ja, das ist verstanden. Ne. Du übernimmst die Einsatzstelle hier, dann gehe ich schnell zu dem mit dem MTF hin. Feuer ist ja aus, dann brauchen wir jetzt keine Einsatzbesprechung mehr machen. Nö. Gut, dann 12.45.1 hinterm ELBR. Wir fahren dann einmal zum anderen Einsatzort. Der 12.43.1 übernimmt dann noch die Einsatzleitung vor Ort. Wer hat den Anhänger da so hingestellt? Wer stellt mir die Scheiße? Wer hat den Anhänger da so blöd hingestellt? Oh. Dankeschön. Hallo? Oh, mein Bein! Oh. Wie geht's euch? Mit wie vielen Leuten sind da drin? Ich kann es nicht genau erkennen. Du dritt! Du dritt? Ja. Patrick! Patrick! Oh, Jungs, nun beeilt euch doch, meine Fresse, steig aus jetzt! Leitstelle Mainburg hört. Daniel, sofort Schere und Spreizer nehmen und Personen befreien. Ihr benutzt, ihr sichert ab. Ihr macht Brandschutz. Leitstelle hat verstanden. Oh mein Gott, diese scheiß RTW-Leute können auch nicht vernünftig an die Einsatzstelle fahren. Nein, nicht schon wieder. Nein. Nein. Dreimal. Ich brauche jetzt den Rückfall. Ja. Bist du witzig? Schon mal gemerkt, dass das Auto Gas gibt? Ich brauche Schere Spreizer. Oh. Pixel, ich brauche Schere Spreizer. Tür auf, Person rausholen. Jetzt. Oh Mann. Ist das chaotisch gerade, Leute? Ja. Oh mein Bein. Oh. Und mit euch raus, ihr kleinen Wichser. Geduldig! Was gibt's denn an zu essen? Leitstelle Mainburg, bevor wir Mainburg 12.30 kommen. Oh. Leitstelle Mainburg hören. Ja, Frage, wie sieht's aus mit dem Rüstwagen? Ist der alarmiert oder kommt er noch? Ist der alarmiert oder kommt er noch?
schnell wie möglich hier vor Ort holen. Hol mich doch einfach hier aus dem Weg. Was? Ja, wir haben den... einen Einsatzleiter. Ja, wir haben ein Problem. Der Generator vom LS ist ausgefallen. Wir müssen auf den Rüstwagen warten. Ja, hör. Nennt doch einfach die Kettensäge. Ja, wir sind mit dir dahinter. Ah, so da wäre. Hier hinten, die Tür ist voll links. Patrick? Sei still. Fatsch. Hat mir gerade eine geklappt? Ja. Jo! Jesus Christ! Oh! Frühschlachten! Ja, Leute, ich würde sagen, damit beenden wir das Video, bevor es noch schlimmer ausartet. Ja! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschö! Oh nein, warum?